haben wir noch die Lieferscheine. So, was sind die Aufgaben von Lieferscheinen? Also die Komplexität, die mit Lieferscheinen auftritt, haben wir schon gesehen. Was sind die Aufgaben von Lieferscheinen? Naja, also bei der Kommissionierung, also wenn so ein Karton vollgepackt wird, da gibt es so einen Laufzettel in den entsprechenden Unternehmen, gehört jetzt rein in den Bereich Warenwirtschaft, genauso Erstellen eines Packzettels, der dann eben einer Lieferung beigelegt wird, wo man dann einfach überprüfen kann, ja, habe ich also als separate Lieferung, man kann natürlich auch einen Lieferschein mit einer Rechnung zusammen machen, dann nennt sich das Ding Rechnung Lieferschein. So, der Lagerabgleich hatten wir schon sowohl über die Rechnung als auch über die Lieferscheine gemacht werden. Somit müsst ihr einfach nur gucken, wie ihr arbeitet. Aber das System wird auf 1 eingestellt, weil es macht überhaupt keinen Sinn und würde bei euch die totale Grütze erzeugen, wenn mal einer den Lagerabgleich über den Lieferschein macht und ein anderes mal über Rechnung, dann blickt keiner mehr durch. Also ihr legt fest, ob das Ding über die Rechnung, der Lagerabgleich über die Rechnung oder den Lieferschein erfolgt. Dann kommt so eine FAQ, ist eigentlich eine SAQ, ein Sack. Ein Sack, ja, also eine selten gefragte Frage. Also eine seldom asked question. Sind Rechnungen aus dem Lieferschein möglich? Ja, auch das geht, weil im Artikel- und Leistungsverzeichnis ja auch die Preise für die Artikel mit hinterlegt sind und dann werden die Standardpreise genommen und da eingesetzt, beziehungsweise es wird mit dem Kunden abgeglichen. Wie gesagt, haben wir für den Bereich Warenwirtschaft das Zusammenspiel zwischen der Faktura oder dem Verkaufsmodul und dem Artikel- und Leistungsverzeichnis, da gibt es ein eigenes Webinar für.